Konkurrenz belebt ja bekanntlich das Geschäft und Steam darf sich bald über einen neuen großen Konkurrenten freuen, nämlich Tencent. Viele von euch werden Tencent gar nicht kennen, dabei ist Tencent die größte Videospielfirma der Welt. Tencent gehört zum Beispiel Riot Games und damit League of Legends. Außerdem haben sie einen großen Anteil an Activision Blizzard und viele, viele weitere kleinere oder größere Gaming-Plattformen. Tencent macht den Großteil ihres Geldes vor allem im asiatischen Markt. Dort vor allem mit nicht ganz so beliebten Spielen wie Crossfire und Co., aber natürlich auch League of Legends. Außerdem hat Tencent auch viele eigene technische Geräte. Gut, die entstehen teilweise in Kooperation mit zum Beispiel MSI, aber hey, sie haben eigene Hardware. Tencent möchte nun ihre Tencent Gaming Plattform, die es derzeit nur in China gibt, weltweit releasen, unter dem Namen WeGame. Die Tencent Gaming Plattform ist tatsächlich nichts anderes als Steam, nur hat sie sogar mehr Nutzer. Über 200 Millionen aktive Spieler nutzen die Tencent Gaming Plattform. Das liegt vor allem an Spielen wie League of Legends oder Crossfire und so weiter. Aber gut. Wieso nicht jetzt weltweit launchen? Und damit könnten sie Steam tatsächlich sehr, sehr viel abgraben. Nun muss man ehrlich sein, Tencent macht ihr Geld halt vor allem mit Free-to-Play-Spielen und Co. Die gibt es auf Steam zwar auch, aber sind jetzt nicht so unbedingt relevant. Für uns ist Steam wichtig als normale Vertriebs- und Verwaltungsplattform für die großen AAA-Bezahltitel. Und hier könnte Tencent halt reingehen. Ich meine, sie haben große Anteile an Activision Blizzard, das heißt, es wäre kein Problem, Call of Duty und Co. auch via WeGame zur Verfügung zu stellen. Allerdings brauchen sie mehr. Sie brauchen eigentlich alle großen Hersteller, damit sie ein Konkurrent für Steam werden könnten. Das Geld, das hätte Tencent auf jeden Fall, denn die Jungs und Mädels da in China sitzen auf so viel Vermögen, dass sie eigentlich sehr aggressiv vorgehen könnten. Das Problem wird sein, dass sie halt ein chinesischer Anbieter sind und dementsprechend auch vielleicht eine chinesische Philosophie fahren. Ich meine, sind wir mal ehrlich, Spiele wie Crossfire und Co., ja, die machen unfassbar viel Kohle. Es gibt kaum ein Spiel, was viel mehr Geld abwirft als Crossfire. Aber seien wir mal ehrlich, das Ding ist Rotz. Also, gemessen unseren Ansprüchen hier ist das Ding nicht gut. Ich weiß, es gibt viele Fans von dem Spiel, bestimmt auch bei uns, aber hey, komm schon, das Ding ist nicht so gut. Es ist ein Counter-Strike Global Offensive für Niveaulose. Und mit solchen Spielen alleine wird man jetzt nicht Steam überrollen können. Allerdings, nochmal, sie halten ja zum Beispiel einen großen Anteil an Activision Blizzard. Und wenn man das jetzt richtig vermarktet und richtig Geld in die Hand nimmt, dann könnte man tatsächlich eine Alternative werden. Man müsste natürlich zu 2K und Co. hingehen und sagen, hey, ihr könnt eure Spiele auch in Zukunft über Tencent anbieten und bezahlt für eure Spiele erstmal keine Verwaltungsgebühren bzw. Lizenzgebühren. Irgendwie müssten sie ja die großen Hersteller bekommen. Wenn Tencent das machen sollte, könnten sie eine wirkliche Konkurrenz zu Steam werden und dann müsste sich Steam tatsächlich mal umschauen, wie sie ihr Modell und ihre Plattform modernisieren. Vermutlich wird es aber darauf hinauslaufen, dass Tencent eher mit ihren Free-to-Play-Spielen um sich wirft, die Plattform selber nicht so ganz cool lokalisiert ist, es Probleme bei den Bezahloptionen geben wird und deswegen Steam leichtes Spiel haben wird. Und das ist so meine Vermutung, wie es laufen wird. Allerdings würde es mich sehr freuen, wenn Steam mal langsam etwas Feuer unter den Hintern bekommt von einem Konkurrenten. Denn, ich sag's mal freundlich, ich habe so ein bisschen das Gefühl, die Jungs und Mädels bei Steam sind sehr gemütlich über die Jahre geworden.